Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Kochen mit Reza. Heute bringe ich euch im Südiran mit einem leckeres Gericht, heißt Mandari. Mandari ist ein Gericht, die aus Wurst und Zwiebel und Paprika gemacht wird und das ist sehr lecker. Ich habe für dieses Gericht Sucuk, diese türkische Wurst ausgesucht. Ich kann jede Wurst benutzen, aber Sucuk hatte so Knoblauchgeschmack und finde ich sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier zwei große Paprika, drei große Zwiebel, je mehr, desto besser, Gewürze wie Salz, schwarze Pfeffer und Kurkuma und Tomaten. Für die Schärfe benutze ich Sambal oder Chili-Pulver, was ihr zu Hause habt. Also, ich habe meine Zutaten vorbereitet. Zwiebel in Ringe schneiden, Halbringe. Je dünner, desto besser. Hier habe ich mal Zwiebel. Paprika in Streifen, dünn und dick oder quadratisch, Würfel. Alles hängt von euch an, das ist kein Gesetz. Wurst auch genauso habe ich in Scheibe. Ihr kann so länglich oder rund einfach so schneiden, aber nicht sehr dick, so einfach 2-3 cm genauso auch. Jetzt fange ich an mit meinen Zwiebeln in der Pfanne mit etwas Öl. Und versuche ich einfach glasig, das muss nicht braun werden. Und einfach glasig werden und dann nehme ich weg. Das dauert ein paar Minuten und dann haben wir unsere Zwiebeln. Also die Mandari musste sehr viele Zwiebel haben und das hängt wieder von euch ab. Ihr könnt 2-3, ich habe 3 gemacht und ihr könnt 2 machen, je nachdem was ihr möchtet. Und das ist okay. So ist doch genug. Jetzt ist glasig, danach kommt auch Wasser, dann ist okay. Gebe ich meine Kurkuma so einen Teelöffel rein. Und gleichzeitig mein Tomatenmark. Sehr gut. Genug und nehme ich weg und gehen wir zu dem Wurst. Okay, jetzt Wurst von beider Seite einfach brate ich. Jetzt gebe ich meinen Paprika auch rein. Paprika wird gedünstet hier und danach meine ich extra dünsten oder sowas. Und Wurst auch genauso. Und das ist eigentlich langsam ist okay. Wieder die Zwiebel zurück in der Pfanne. Und die Schüssel muss nicht einfach so, sondern mein Wasser kippe ich hier rein. Und versuche ich das wieder in der Pfanne mit etwas Wasser. Wiederhole ich nochmal. Bisschen Wasser muss ich haben und dann ist okay. Etwas Wasser. Ja. Und jetzt lasse ich einfach köcheln. Nicht kochen, sondern köcheln. Ganz langsam. Und hier kann ich ein Prise Salz geben. Braucht man nicht so viel. Probiert man immer. Nicht ein Teelöffel oder 2 Teelöffel, einfach ist das nicht. Und jetzt auch ein Prise schwarze Pfeffer. Und dann kommt diese Bombe. 1, 2, 3 Teelöffel gebe ich rein. Das musste wirklich sehr scharf sein. Probiere ich nochmal. Wenn nicht scharf ist, nochmal. Okay, unsere Mandari ist fertig. Normalerweise isst man Mandari mit Fladenbrot oder Baguette, je nachdem, was man möchte. Im Iran lassen ein Baguette und verkaufen als Sandwich, auch sehr lecker mit Salz, Gewürzgurke und vielleicht Tomate.
Ich hoffe, das hat euch gut gefallen und bitte folgt meinen Filmen, abonniert meinen Kanal und mit eurer Like mich unterstützen. Alles Gute und Liebe, bis nächster Film, eure Reza.